jetzt da Mumien, die explodieren. Ach du Scheiße. Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hä? Huh? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Oh. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Ach Gott. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Jetzt, wo alles untergeht, die Woche erstmal kurz Pause. Ach, kurz mal Pause. Und die anderen sind schon draußen. Komm. Na klar, die sind irgendwie rausgekommen. Ich will nicht wissen, wie. Das bedeutet die Schüsse, dass er noch lebt. Ach Gott. 20, 21, 3 Kapitel noch. Ja, sieht ganz danach aus. What the f- Und wie wollte er gehen? Vielleicht kommen wir hier runter. Tschüssi. Oh nein. Hey! Ja, ich hab auch mal tot gefaked und wie fand das geil, oder? Warum habe ich nur eine Schot? Alter, ich habe die falsche Waffe dafür.
einfach mal übertrieben oder was? Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Watchtime, Uptime heißt das. Das ist Uptime leider. Aufzeichen Uptime. Ja, der Pferd will auch schon ausgehen, der sagt schon, ah, vorbei, nein, ich hab schon was wieder, echt. Leuchter. Direkt zum Schluss kommt's, der passt ja perfekt. Komm, Pferde, gern, los, ich will. Wir haben noch eine halbe Stunde, halbe Stunde oder haben wir noch eine halbe Stunde? Tut er dich, aber schaff er schon. Hey, hier können wir durch. Mit deinem Bruder. Wo könnte es denn sein? Ja, da ist die Angst. Viele Gesichter! Tut das gut, dich zu sehen. Ja, was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden? Ne? Ich bin dafür.
Hast du mein Feuerzeug? Sag mal, sehen ruhig fragen, hast du mein Feuerzeug? Scheiße, hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Der Raketenmann ist erledigt. Welcher Typ hat eine Panzerfaust? Hab ich den schon erledigt? Och nee, der Chat ist wieder weg. Warte mal, hab ich was verpasst? Nö. Verdammt! Unsere Freunde sind zurück! Wo stehen die Dreckskerle weg? Alter, wo soll ich denn eine Deckung suchen? Ich bin ja instant weg hier. Ach, verdammt. Unsere Freunde sind zurück. Wie viel haben die denn noch an Leuten? Wie viel? Sind die hier mit 1000 Mann hier gekommen oder was? Also wie gefühlt gibt's keinen Schatz. Alter, ich seh nichts mehr. Wohin? Wohin? Leute, ja. Ja, die haben halt eine ganze Armee. Und die Armee besteht aus 500. Gefühlt 500. Ich muss ja raus, ja, wo denn? Wo raus? Wo raus hier, verdammt nochmal?
Ach, na klar. Der Gewehr lebt ja noch, das kann doch schießen, auch wenn es unter Wasser war. Ja, großartig. Alter, da kommen die von rechts, von links, von vorne, da hinten und wird einfach nur überrannt. Von dem. Ja. Ach. Wie haben die so viele Fahrzeuge bekommen? Ach nee, jetzt geht's wieder. Alter, ich brauche Munition. Hä, wo rennt denn der hin? Der rennt irgendwann dagegen oder was? Das typische Rennen weg. Das ist gefühlt in jedem Teil. Man muss wegrennen, rennen. Irgendein fettes Monster ist hinter mir, ja. Durchhalten. Scheiße. Wer hat auf jeden Fall Munition? Oh, heilige Sally? Der läuft schon, ne? Vorsicht! Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar. Die Spielchen sind vorbei. Alter, bis zum letzten Schuss kämpft er ja. Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe.
Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Bitte. Aber warum kämpfen die da denn noch weiter? Die wissen, es ist gleich vorbei, Auto ist explodiert. Was machen die? Die schießen weiter einfach mal so. Naja, ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey. Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Jetzt ja. Gut, ein paar Mal was knapp. Er hat's rausgerissen. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Trave? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt, okay? Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde geschwächt. Wo? Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Ach nee. Nathan, komm. Na, sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen drumherum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, ne? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Wir verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glauben wir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Ende. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Zwei Kapitel noch. Wo ist das Flugzeug? Gleich da. Ja, ich hab's auch satt. Kindesmord. Irgendwas ist noch. Weil es sind noch zwei Kapitel. Was, wenn Schorn einer Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz? Hier lang. Ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fall. Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja?
ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Hilf mir mal, Sam. Okay. Irgendwas wird noch kommen. Was denkst du? Was wird passieren noch, weil es wird sich ja noch so über zwei Kapitel ziehen, ja. Discord eine Nachricht bekommen, ne? Ja, könnte sein, aber die sind ja eigentlich woanders, das ist es ja. Jemand einen Ausweg? Ist er da? Wir könnten eigentlich abhauen. Wir sind plus 100, das war's. Hm. Wow, schaut euch das an. Das ist eine Art Seilbahn oder so. Also, sie funktioniert noch. Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit einem Seil hier ziehen. Was zum Henker machst du da, Junge? Weiß ich noch nicht. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Aber nee, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Wie ich jetzt hier weiterkomme zum Beispiel, das macht doch gerade keinen Sinn mehr. Wenn du ihn mal anschieben würdest. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Oh na, und doch so. Ich habe eine Idee. Helfen, willst du mir mal? Okay. Ja, gut, dass er jetzt macht, kommt mit der Idee. Komm hoch, Nathan!
Kakteen helfen. Du kletterst hoch und ich greif dich. Ach Gott. Los, spring schnell. Hey, gib mir die Hand. Ja. Gott. Sam. Nochmal. Sam, komm schon.